Hallo liebe Zwillinge, liebe Schützen, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um die Astrologie der Selbstentwicklung und ich werde die astrologischen Karten verwenden für die Legung für den April 2022. Es ist soweit, der neue Monat steht vor der Tür und es ist wichtig, welche kosmische Unterstützung wir in diesem Monat bekommen können. Nun, am Anfang der Video möchte ich was sagen und zwar, das ist jetzt der Horoskop für den 1.4. Ich werde bei der Interpretation die aktuelle Stellung der Planeten mit berücksichtigen, damit das noch aktueller wird, als es sein könnte. Und das ist das Erste. Das Zweite ist es, das Video über den Neumond, den ersten Neumond in dem neuen astrologischen Jahr ist schon hochgeladen und ich lade Sie herzlich ein, das Video anzuschauen, falls Sie das noch nicht gemacht haben. Den Link dafür finden Sie auch unter dem Video. Und jetzt für die Neuen möchte ich sagen, ganz kurz erklären, warum ich diese zwei Tierkreiszeichen in einem Video betrachte. Zwillinge und Schütze, das sind zwei Oppositionstierkreiszeichen. Das bedeutet, dass im Zodiakkreis sie stehen genau gegenüber. Und um beiden Seiten eine Medaille zu betrachten, ist es wichtig, dass wir eine Situation bzw. den blinden Fleck von zwei Seiten beseitigen, um den blinden Fleck in dem Sinne auch zu beseitigen. Nun, liebe Zwillinge, jetzt lege ich los. Unter dem Video finden Sie Timecodes. Falls Sie das nur für ein Tierkreiszeichen anschauen möchten, dann verwenden Sie den Timecode. Zwillinge, letztes Mal war aktuell für euch die Energie der Planet Venus. Und jetzt schauen wir mal, was für euch aktuell ist. Was für Zwillinge im April 2022 aktuell ist, was kann Zwillingen helfen, den Monat April erfolgreich, effektiv und glücklich abzuschließen? Okay, macht Sinn. Was könnte Zwillinge daran hindern, den Monat April 2022 erfolgreich abzuschließen und erfüllt sich zu fühlen? Uranus. Im Positiven kommt Wassermann, im Negativen Uranus und Uranus ist der Herrscher von dem Wassermann. Okay, das ist ja aber sehr interessant. Im Wassermann derzeit befinden sich drei Planeten. Das ist ein kleines, aber weiterhin ein Stellung. Das ist Saturn, Mars und Venus und Uranus befindet sich derzeit im Stier. Ich fange jetzt erstmal von dem Positiven an. Und zwar Wassermann, das ist ein Tierkreiszeichen, das sehr stark zur Kunst orientiert ist. Und derzeit befinden sich drei Planeten dort. Das ist Mars, Venus und Saturn. Wie ist es zu betrachten? Also Saturn gibt die Struktur, Mars gibt die Energie, die Struktur umzusetzen und Venus möchte uns darauf hinweisen, dass unsere Werte und unsere Einstellung für die materiellen Werte sich ändern wird. Und wenn man das alles zusammen verbindet, das bedeutet, es ist jetzt die Zeit zu handeln, um eine neue Struktur zu schaffen, die sich auf neuen Werten basieren wird. Und das ist jetzt halt das, was man für die Zwillinge anscheinend sehr, sehr wichtig wird. Wassermann und Zwillinge, das sind beide Tierkreiszeichen, die zu dem Element Luft gehören. In erster Linie zum Element Luft gehört die Information. Und es ist vielleicht jetzt für die Zwillinge, also für ganz, ganz, ganz viele Zwillinge im Leben haben wirklich viel mit der Information zu tun. Der Beruf, die Beschäftigung von Zwillingen ist sehr oft damit verbunden, dass sie mit der großen Volumen von der Information halt zusammenhängen bzw. sich damit beschäftigen. Vielleicht macht das Sinn, sich jetzt Gedanken zu machen,
wie man die Information wahrnimmt, beziehungsweise was man anhand von bestimmten Informationen machen kann. Es ist ja so, dass von der Information, was wir heute bekommen, anhand von diesem Wissen gestalten wir unsere Zukunft. Und es ist jetzt wichtig zu verstehen, was ihr jetzt beziehen, beziehungsweise ob die Information, die sie jetzt sammeln oder zu hören, zu sehen bekommen, ob das die richtige ist, die sie tatsächlich weiterbringt. Es ist die Zeit, im April zu analysieren, womit sie sich im Kopf, mit welchen Gedanken sie sich im Kopf beschäftigen. Manchmal, wenn man gezielt, das ist auch das, was ganz, ganz viele Praktikas bzw. auch die Meditationen uns beibringen möchten, wenn man sich hinsetzt im Stille und anfängt, eigene Gedanken zu hören. Und das ist, also wenn ich das halt im Zusammenhang betrachte, ich würde das auf jeden Fall so als eine kleine Empfehlung von mir auf den Weg geben. Das nehmt euch gezielt mindestens so vielleicht 5 Minuten. Man soll diese 5 Minuten nicht unterschätzen, dass sie sich hinsetzen und hören einfach, was da bei euch im Kopf abgeht. Was sind das für Gedanken? Ob diese Gedanken tatsächlich sich an das Zukunft ausrichten und welche Zukunft malen eure Gedanken? Und das ist ganz, ganz wichtig. Es wäre, jetzt komme ich mal zu dem Negativen. Uranus im Stier, der befindet sich derzeit im Stier, der würde sich so gut wie bis 2026 im Stier befinden, also Mitte des Jahres, ich glaube so Juli, Juni 2025, wo der Uranus Tierkreiszeichen Stier verlassen. Bis dahin haben wir mit dieser Energie zu kämpfen. Und das bedeutet für uns, dass die materielle, alles was materielle Substanz und materielle Werte darstellen derzeit, sie werden sich transformieren. Und es ist ganz wichtig, wir werden was Neues aufbauen müssen. Sei das jetzt ein neues Finanzsystem, sei das jetzt neue Rechte, neue Menschenrechte, alles, was bis jetzt unsere Grundlage und unter anderem auch die Grundlage unserer Sicherheit, sei das jetzt Lebensmittelsicherheit, medizinische Sicherheit oder halt politische Sicherheit, das alles wird sich transformieren. Und deswegen habe ich halt gesagt, es ist, was könnte Ihnen helfen? Es wäre wichtig zu hören, in welche Richtung geht eure Gedanken, die Gedankenprozesse, die tatsächlich im Kopf stattfinden, an was richten Sie sich aus? An Zukunft, dann welche Zukunft malen Sie sich jetzt im Kopf? Und es ist ganz wichtig, zu versuchen, es möglichst positiv. Ich habe es halt schon erwähnt, dass, also ob wir es wollen oder nicht, die Welt und die ganzen Weltstrukturen, sie werden sich transformieren. Trotzdem, die Ergebnisse, die nach dieser Transformation wir alle zu sehen und zu spüren bekommen, sie hängen trotzdem stark davon ab, wie wir uns als Gesellschaft bzw. jeder von uns sehen. Und ja, deswegen vielleicht im April seien Sie möglichst positiv. Das ist alles sehr viel Unruhe, wissen Sie? Beide Karten, die sie deuten darauf hin, dass man weiß nicht, wie die Zukunft wird. Und also allein der Zukunft macht schon Sorgen. Und wenn man sich auch noch gar nicht vorstellen kann, wie diese Zukunft wird, aber man weiß, dass man Zukunft nicht verweigern kann, also die wird nun mal stattfinden, es kann sein, dass es wirklich sehr viel Unruhe ist. Und es ist so, dass die Zwillinge als Tierkreiszeichen sind sehr, sehr empfindlich, was die Information angeht. Und es ist jetzt klar, dass wir überflutet von Informationen werden. Vielleicht macht es Sinn,
sich konsequent darüber Gedanken zu machen, wie viel und welche Informationen sie beziehen möchten. Das ist es, liebe Zwillinge. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen uns demnächst wieder. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch natürlich jetzt das Video für das Tigris-Zeichenschütze anzuschauen. Ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss. Liebe Schützen, herzlich willkommen. Ich ziehe jetzt die Karte für euch. Welche Botschaft brauchen Schützen, um den Monat April zu meistern, erfolgreich abzuschließen und dabei glücklich zu fühlen? Mond. Was könnte sie daran hindern, vorwärts zu kommen und den Monat April erfolgreich abzuschließen? Der Ton. Also irgendwie diesmal fallen die Karten sehr, sehr harmonisch. Also es war jetzt bei den Zwillingen auch einmal so richtig blaue Karten. Bei den Schützen kommen blau-blau. Vorher war zum Beispiel rot-rot oder grün-grün. Also beide Karten diesmal sind sehr, sehr harmonisch. Passt sehr harmonisch aufeinander. Auch in diesem Sinne, schauen Sie mal. Ich habe am Anfang des Videos gesagt, dass ich zwei gegenseitige Tierkreiszeichen in einem Video erläutere, um den blinden Fleck zu beseitigen. Und was habe ich jetzt? Mond und Saturn. Mond ist der Herrscher von dem Krebs, Saturn ist der Herrscher von dem Steinbock. Und Krebs und Steinbock, das sind Oppositionstierkreiszeichen. Also somit haben wir einmal Zwillinge-Schütze-Opposition und Mond-Steinbock-Opposition. Das passt natürlich hervorragend. Also es wird auf jeden Fall spannend. Nun, zum Zeitpunkt der Anfang des Monats April 2022 würde sich der Mond im Tierkreiszeichen wieder befinden, und zwar in der Konjunktion mit der Sonne, Chiron und Merkur. Steinbock befindet, Saturn befindet sich im Wassermann. Ich fange erstmal mit dem Mond an. Generell, es macht Sinn, im April etwas Neues anzufangen. Es wird oft gehört, dass man etwas Neues anfangen soll, und zum Zeit der Neumond. Aber in dem Fall macht es anscheinend wirklich viel, viel Sinn. Die Frage ist es, mit welcher Einstellung Sie was Neues anfangen. Der Mond, ich betrachte jetzt allein die Stellung der Mond im Tierkreiszeichen Widder. Der Mond im Widder, der fühlt sich dort nicht besonders gut. Er ist gereizt, er ist ungeduldig, er mag handeln, vielleicht sogar aggressiv. Das ist, wissen Sie, vielleicht haben Sie schon jemals so ein Bild gesehen. Es kommt, also zum Beispiel Mutti spaziert mit dem Kind, und das Kind benimmt sich irgendwie komisch, und Mutti fängt sofort an zu schreien. Also das Kind vielleicht versucht sogar etwas zu erklären oder auch nicht versucht, aber das ist diese Reaktion in dem Sinne, vielleicht ist es noch gar nichts passiert, vielleicht das Kind hat noch seine Hosen überhaupt noch nicht schmutzig gemacht, aber Mutter ahnt schon, dass das Kind jetzt sich total schmutzig macht oder keine Ahnung, noch etwas die Hosen kaputt macht, während das Kind spielt. Und sie möchte so ein bisschen vorreagieren, und zwar gleich mit den Schreien. Und das so fühlt sich der Mond. Also Überreaktion, vorreagieren und laut. Was kann das Vorteilhafte an so einem Benehmen für die Schützen sein? Es ist so, dass versuchen wir jetzt die positivsten Eigenschaften der Mond im Tierkreiszeichen wieder an unsere Seite zu ziehen. Es ist so, dass es wäre wichtig, an die eigene Intuition zu hören. Und wenn eure Intuition gewisse Warnsignale gibt, mit etwas anzufangen oder etwas liegen zu lassen. Es ist wichtig, dass Sie diese Signale sehr ernst nehmen.
Denn das Vorahnen ist bei dem Mond im Widder gegeben. Es ist so, dass es kann sein, dass Sie im April sehr stark dazu tendieren werden, beziehungsweise Sie könnten sogar ein Bedürfnis danach verspüren, über eigenen emotionalen Zustand zu sprechen. Da die Sonne den ganzen Zyklus gemacht hat und wir sind jetzt eigentlich in dem ersten Monat des neuen astrologischen Jahres, das bedeutet, dass es kann sein, dass Sie innerhalb von letztem Jahr schon von irgendwas satt sind und Sie möchten darüber sprechen. Also es kann sein, dass Sie wirklich ein Bedürfnis danach verspüren, die eigenen Emotionen loszulassen, und zwar verbal, denn der Merkur steht immerhin mit der Konjunktion mit dem Mond. Wenn Sie das Bedürfnis verspüren, es macht tatsächlich Sinn, darüber zu sprechen. Ich warne Sie schon ein bisschen vorhin, denn die Mondenergie, ich meine für Sie, das ist jetzt sehr aktuell, aber alle anderen sind ebenfalls von der Mondenergie im Tierkreiszeichen wieder beeinflusst und Sie können sehr emotional darauf reagieren, beziehungsweise vielleicht Sie sogar anschreien oder aggressiv auf eure Emotionen reagieren. Das bringt natürlich zu keiner konstruktiven Lösung der Frage bzw. der Problem. Wenn Sie aber trotzdem verspüren, dass Sie darüber sprechen möchten, vielleicht macht es Sinn, darüber mit einem Spezialist zu sprechen. Aber versuchen Sie, die größte Stärke im Monat April wäre es, auf die Intuition zu hören. Und in erster Linie sich zu hinterfragen, wie kann ich diesen Impuls, den ich jetzt bekommen habe, selbstständig zu realisieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen komplizierter wird, zumindest im Monat April, da die Verbündete an die eigene Seite zu bekommen und dann noch die ganze Beziehung so zu pflegen, dass es nicht zur Streiterei kommt. Ich hoffe, dass das nicht der Fall wird, aber es wäre zu beachten. Somit auf die Intuition hören, schnell reagieren. Falls Sie wirklich sehr empfindlich auf etwas reagieren, dann versuchen Sie nicht zu lange in diesen negativen Emotionen zu versinken. Das würde nicht viel Sinn machen. Jetzt im Negativen. Im negativen Saturn im Wassermann, der Saturn im Wassermann, der fühlt sich dort nicht gut, obwohl er der zweite Herrscher von dem Saturn ist. Aber Saturn, ob wir es wollen oder nicht wollen, der ist nun mal für die Struktur da. Und Saturn kann auch etwas wegnehmen. Wir wissen, dass zum Beispiel Mars oder Uranus oder Pluto, Mars zerstört, Uranus transformiert von außen, Pluto transformiert von innen. Und Saturn aber, der wird oft so ganz als ein statisches Planet betrachtet, nach dem Motto, dass er möchte alles stabilisieren, zementieren halt festhalten. Saturn kann ebenfalls etwas wegnehmen. In dem Sinne, dass er die Struktur so schafft, dass er alles, was in diese Struktur nicht passt, einfach beiseite lässt und weiter geht. Das ist jetzt natürlich die Frage, vielleicht haben Sie sich in letzter Zeit, vielleicht im letzten Jahr, gewisse Zukunftsstrukturen vorgestellt bzw. aufgebaut. Sie waren ganz fest davon überzeugt, dass Sie den und den Entwicklungsplan haben. Und plötzlich kommen Veränderungen in das Leben und Sie sind etwas gespannt, wie die Umsetzung von den alten Strukturen wird. Also da möchte ich Ihnen sagen, dass in dem Sinne brauchen Sie keine Angst zu haben. Saturn ist zwar streng, aber er baut seinen Druck, sage ich jetzt mal, etwas länger auf als zum Beispiel Uranus, der plötzlich kommt und alles zerstört und man weiß ja nicht, ja, nun, was mache ich damit? Also deswegen ist es wichtig, hier zu verstehen, man braucht und man wird gewisse Zeit haben, um diese neuen Strukturen in das Leben zu integrieren. Deswegen habt keine Angst, aber
Hier braucht man auch ein gewissen Vertrauen, wenn wirklich etwas aus dem Leben geht. Saturn, der wird was wegnehmen. Dann ist es wie ein abgearbeitetes Material. Dann brauchen Sie das wirklich nicht mehr. Dann seien Sie sicher, dass Sie diese Lektion oder diesen Stoff verarbeitet haben, die Lektion verstanden und Sie sind bereit dafür, um weiterzugehen. Das ist jetzt der Botschaft für Sie, liebe Schützen. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute. Guten Start in das neue Jahr. Nutzen Sie die Feuerenergie des Aprils. Legen Sie los. Seien Sie achtsam. Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Haben Sie keine Angst, wenn etwas Bestehendes wegfällt. Ich weiß, es ist immer schwer, aber es ist wichtig, dass Sie dem Universum vertrauen und versuchen Sie nicht zu lange, nicht zu doll in irgendetwas, in negativen Gefühlen stecken zu bleiben, sondern fangen Sie mit dieser Feuerenergie, mit dem neuen Impuls weiter zu leben, weiter zu handeln und loszulegen. Bleibt gesund. Falls ihr meine Unterstützung braucht, alle Kontaktdaten finden Sie unter dem Video. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.